Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema Noel aus Liebe zum Film. Ja, heute mal mit einer Wunschkritik und wie man unschwer erkennen kann, geht es um den Film The Reef. Diesen habt ihr mir ja empfohlen im letzten Tierhorror-Special-Livestream und da haben wir festgestellt, dass ich den Film leider noch nicht kenne und das als sogenannten High-Horror-Film-Fan Schande über mein Haupt. Aber dafür sind wir ja da, dass wir uns gegenseitig unterstützen, helfen, Filme empfehlen oder davon abraten. Diesen habt ihr mir aber empfohlen und so habe ich mir das Ganze bei Amazon bestellt. Aktuell gibt es diesen Film auch auszuleihen für 2,99 €. Also wer da mal einen Blick wagen möchte, vielleicht ist ja das eine Option für euch. Kommen wir mal zur Blu-ray selbst und die gucken wir uns jetzt etwas genauer an. Hier vorne haben wir FSK 16 draufstehen plus Wendecover. Dann haben wir hier die Rückseite, könnt ihr euch vielleicht noch ein besseres Bild davon machen. Ich klappe euch das Ganze auch mal auf, so schaut das aus. Hier sehen wir, dass es wirklich ein Wendecover gibt und dann haben wir auch noch hier die Blu-ray. Jo, sieht eigentlich ziemlich cool aus. Was wir hier hinten draufstehen haben, ist eine Laufzeit von 88 Minuten. Hier gibt es ja unterschiedliche Angaben im Internet. Ich habe dann auch bei Schnittberichte nachgeguckt, ob der Film uncut ist und so weiter und so fort. Ist eher dort stand was von 94 Minuten, hier steht was von 88 Minuten drauf. Und wenn man die Blu-ray einlegt in den Player, dann steht da dran Laufzeit 1 Stunde und 24 Minuten. Tja, auf jeden Fall ist der Film uncut, aber, und da jetzt mal der Hinweis, freigegeben ab 12 Jahren. Die FSK 16 hat man sich hier sozusagen erschlichen durch FSK 16 Trailer. Das finde ich ein bisschen blöd, weil man da auch den Käufer täuscht, absichtlich täuscht und eine gewisse Härte oder Brutalität vielleicht vorgaukelt, die es im Film eigentlich gar nicht gibt. Allerdings muss man sagen, sollte man Filme nie nach ihrer Freigabe bewerten. Dennoch finde ich das hier ein bisschen so erwähnenswert und als kleine Mogelpackung auf der Blu-ray drauf vermerkt. Kommen wir zur Inhaltsangabe. Bei dem Film geht es um eine wahre Geschichte. Da gab es mal einen Typen, der zusammen mit einem anderen Pärchen hier beim Surfen in Not geraten ist und da von einem Tigerhai angegriffen wurde. Und nur er hat das Ganze überlebt und seine Geschichte erzählt. Auf dieser Geschichte basiert jetzt eben The Reef, erzählt aber so seine eigene Geschichte, denn hier gibt es nicht nur einen Typen und ein Pärchen, sondern es gibt zwei Pärchen und noch einen anderen Typen mit dazu, die rausfahren, eben aufs Meer raus und dort in Seenot geraten und dann von einem weißen Hai attackiert werden. Ja, die Story passt auf einen Bierdeckel, aber gut, viel mehr kann man ja auch bei diesen Gegebenheiten nicht großartig erzählen. Tut den Film aber auch gar nicht schlecht. Denn der Film schafft es auch trotz seiner dünnen Story, Nervenkitzel und Spannung beim Zuschauer zu erzeugen. Das liegt zum Teil an den echten Haiaufnahmen, die man hier im Vorfeld getätigt hat und dann das Ganze zusammengefügt hat. Dann natürlich an der tollen Kameraarbeit. Wir sind immer mittendrin im Wasser mit dabei und es schwappt immer so ein bisschen mit. Man wird fast seekrank, aber das ist richtig cool. Da fühlt man sich mittendrin statt nur dabei und auch Haiangriffe werden dann auch toll inszeniert, indem die Kamera mal wieder oberhalb des Wassers ist, dann wieder unterhalb des Wassers und dann zack, schnappt der Hai zu. Das Ganze geht dann recht zügig oder spielt sich recht zügig ab. Man sieht jede Menge Kunstblut, aber jetzt nicht hier irgendwelche Gore-Effekte oder abgetrennten Gliesmaßen oder sonstige. Dennoch ist der Schrecken, der sich hier abspielt, sehr spürbar. Jo, kommen wir zu den schauspielerischen Leistungen und hier merkt man sofort, wenn man die Blu-ray in den Player legt, dass es sich nicht um eine amerikanische Produktion handelt. So sehr hat sich zumindest mein Auge daran gewöhnt, auch am Look her und der Kameraführung her. Aber das bedeutet ja meistens nichts Negatives, im Gegenteil, denn meistens haben diese Filme noch was anderes zu bieten als das typische oder so eine typische Hollywood-Produktion. Ich sehe mir sowas auf jeden Fall immer gerne an. Die Schauspieler machen ihre Sachen
Sache solide, bis auf eine Person. Leider spielt diese Person eine größere Rolle in diesem Film und das zieht dann so ein bisschen den Film in seiner Gesamtwertung für mich persönlich, das ist ja immer subjektiv, ein bisschen runter, denn ihre Leistung hier, die kommt für mich einfach nicht glaubhaft rüber, wenn man den Schrecken so darstellen möchte, der Person ins Gesicht geschrieben ist, dann ist das teilweise sowas von Overacting und man merkt richtig, wenn man die anderen Schauspieler drumherum sieht, dass diese eine Person die Sache spielt und nicht echt wirkt. Und das finde ich ein bisschen schade, weil wie gesagt, das zieht den Film ein bisschen für mich runter. Aber der Film hat ganz andere Qualitäten, nämlich Nervenkitzel und Spannung von der ersten bis zur letzten Minute. Tolle, aufregende Einstellungen von Haifischen, echten Haifischen, weißen Haien und natürlich dann auch immer die Frage beim Zuschauer, wann greift der Hai wieder an und wen schnappt er sich als nächstes. Wer also mit Filmen wie Open Water was anfangen kann, der wird auch definitiv mit The Reef seinen Spaß haben und deswegen bekommt der Film von mir eine 7 von 10 Punkte Bewertung. Ich danke euch auf jeden Fall für diesen tollen Tipp. Es muss nicht die teure Blu-ray sein. Mit 15,99 halte ich das etwas übertrieben. Also wer da einen Blick wagen möchte, 2,99. Und wer sich auch für Horrorfilme begeistern kann, die nicht unbedingt gory sein müssen, der guckt sich vielleicht mein Video zu den FSK 12 Horrorfilmen an, die beweisen, dass es durchaus auch ohne überbordende brutale Effekte geht, dass man da sich gut unterhalten fühlt und dass man da auch ganz gute Spannung erzeugen kann. Klickt auf das jetzt erscheinende Video und da gelangt ihr dazu. Ansonsten klickt den Like-Button, wenn euch das Video gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen und Glocke aktivieren. Das war's von meiner Seite aus. Danke und Servus! Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema Will aus Liebe zum Film. Ja, heute mit einer Wunschkritik. Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema Will aus Liebe zum Film. Ja, heute mal mit einer Wunschkritik eurerseits, denn wie wir zuletzt im Tierhorror-Special-Livestream festgestellt haben, ist dieser Film an mir total vorbeigegangen und das als, ja, selbsternannten Horror- oder High-Film. Aber fuck, Alter! Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema Will aus Liebe zum Film. Ja, im heutigen Video geht es mal um eine Wunschkritik eurerseits aus und aus Blair. Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema Will aus Liebe zum Film. Ja, im heutigen Video geht es mal um eine Wunschkritik von euch, denn wie wir zuletzt festgestellt haben im Tierhorror-Special-Livestream, ja, ist dieser Film komplett an mir vorbeigezogen und das als selbsternannten High-Film-Fan. Fuck. Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema Will aus Liebe zum Film. Ja, im heutigen Video geht es unschwer zu erkennen um The Reef, einen Film, der an mir, bam, total vorbei geschifft ist, sozusagen geschwommen ist, sozusagen. Und das haben wir ja festgestellt beim letzten Tierhorror-Livestream-Special und das noch als selbsternannten High-Fan, ja, total beschissen. Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema Will aus Liebe zum Film. Ja, im heutigen Video geht es, wie man unschwer erkennen kann, um einen High-Film, um einen Tier-Horror-High-Film oder Horror-High-Fuck, Alter. So.
Servus, liebe Fachfreunde, wollte ich schon sagen, scheiße, jetzt bin ich total draußen, nein, komm, heute machen wir mal ein Akku leer, nur mit Outtakes, wenigstens strahlt die Sonne, so, jetzt aber, klatschen. Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema and Will aus Liebe zum Film. Ich muss mal lachen, Alter. Scheibenglas. Der eine macht mich fertig. Uiuiuiuiui. Ich surf mal ein bisschen hier im Internet. Ich habe hier eigentlich mein Handy, aber es geht dauernd aus, weil ich so lange brauche. Ablesen kann ich sowieso irgendwie nichts. Naja, gut. Oh, schon 6 Minuten. Servus, liebe Filmfreunde. Willkommen zu Cinema and Will aus Liebe zum Film. Ja, im heutigen Video geht es, wie man unschwer erkennen kann, um den Film The Reef. Das ist ja ein High-Horror-Film und wie wir zuletzt jetzt hatte ich es beinahe. Mann! Und das Handy ist wieder aus. Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema and Will aus Liebe zum Alter, wie kann man nur so... Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu... Ich versuche ernst zu sein, es funktioniert. Und ich sitze wie der Affe auf dem Schleifstein hier. So. Kopf hoch, Brust raus. Servus, liebe Filmfreunde. Willkommen zu Cinema and Will aus Liebe zum Film. Tja, im heutigen Video geht es, wie man unschwer erkennen kann, um The Reef. Diesen Film habt ihr mir ja empfohlen und zwar beim letzten Livestream vom Tierhorror-Special und da haben wir festbestellt. Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema and Will aus Liebe zum Film. Ja, im heutigen Video geht es, wie man unschwer erkennen kann, um den Film The Reef. Diesen Film habt ihr mir ja empfohlen nach dem letzten oder sogar beim und während des letzten Livestreams im Tierhorror-Special. Und da haben wir festgestellt, dass dieser Film komplett an mir vorbeigeschwommen ist, sozusagen. Und das als selbsternannten High-Horror-Film-Fan. Also Schande über mein Haupt. Aber ich lasse mich ja gerne von euch überzeugen und auch informieren und Tipps geben. So läuft das in einer Community, dass wir uns gegenseitig hier unterstützen und auch Filmtipps geben oder auch von Filmen abraten, je nachdem. Wobei das ja immer sehr subjektiv ist. Und da habt ihr mir eben The Reef vorgestellt und mir empfohlen und ich habe mir gedacht, ach komm schon, ich schaue jetzt erstmal bei Amazon nach, den kann man auch ausleihen, aktuell 2,99, aber als High-Horror-Film-Fan habe ich mir gedacht, komm, den bestellst du auch, so haben wir dann auch mal endlich wieder eine Blu-ray in der Hand und die Blu-ray ist schön blau und passt zum Meer und zu diesen schönen Haifisch und blau ist eh meine Lieblingsfarbe und ich liebe Wasser, also so ist alles miteinander verknüpft. Und ich habe mir das gute Ding bestellt bei Amazon. Ich kann es euch jetzt mal hier in die Kamera reinhalten. Jetzt habe ich allerdings vergessen, umzuschalten vom Fokus her. Aber ich tippe mal, es müsste einigermaßen gehen. Ich kann es jetzt hier auch noch aufmachen. So schaut das Ganze aus. Und wir haben hier einen wichtigen Hinweis, nämlich FSK 16. Da komme ich gleich dazu. Aber hier nochmal, dass es auch ein Wendecover gibt. Ja, so schaut das Ganze aus. Und
Hier sind mir mehrere Sachen bei der Recherche zum Film aufgefallen, nämlich Laufzeit steht hier hinten zum Beispiel drauf, circa 84 Minuten auf Schnittberichte oder so, habe ich nachgeguckt. Da steht zum Beispiel 94 Minuten, aber überall steht, dass es dies die Uncut Blu-ray ist. Wenn man das Ganze reinwirft in den Player, dann zeigt er dir an, 1 Stunde und 24 Minuten. Also ein bisschen sehr verwirrend, auch verwirrend hier eben diese FSK 16, die hier drauf prangert, denn der Film ist offiziell freigegeben ab 12 Jahren. Und das war so irgendwie so ein kleiner, fand ich ein bisschen schade, denn ich finde vor allem Filme, wo es ja in den Bereich Tierhorror geht und Haie, da kann man doch schon ein bisschen ja mehr Härte erwarten. Das war so ein kleiner Dämpfer, aber die Altersfreigabe sagt ja noch lange nichts über die Qualität eines Filmes aus. Da kommen wir nochmal zum Schluss kurz drauf. Und jo, ich habe den Film dann in den Player geworfen. Ihr habt mir ja bereits im Vorfeld gesagt, dass das so ein bisschen an Open Water erinnert. Und ja, im Endeffekt ist die Story auch sehr schnell erzählt. Es geht hier um ein paar Menschen, die halt zum Surfen rausfahren, dort Schiffbruch erleiden und dann von einem weißen Hai attackiert werden. Das Ganze basiert auf einer wahren Geschichte. Irgendwie so ein Typ mal mit seinen Kumpels oder einem anderen Pärchen war da auch beim Surfen gewesen und sind da auch irgendwie in Not geraten und wurden von einem Tigerhai angegriffen und nur der eine Kerl hat überlebt und dann diese Geschichte erzählt. Und auf diese Geschichte basiert eben dieser Film. Jo, also die Story ist eigentlich schnell erzählt, passt auf einen Bierdeckel. Kommen wir also zu den Schauspielern erst einmal und da merkt man sofort, wenn der Film beginnt, dass das Ganze irgendwie keine amerikanische Produktion ist. Man hat sich mit den Augen irgendwie schon so dran gewöhnt, dass man durchaus am Bildlook, an den Einstellungen, an der Kameraführung und natürlich auch an den Darstellern erkennt, ob es sich hier um eine amerikanische Produktion handelt oder nicht. Aber das heißt ja nichts, manchmal sogar im Gegenteil, sind die ausländischen Produktionen ja doch etwas besser als ihr Hollywood-Pendant. Jo, Schauspieler, genau, da war ich jetzt. Jo, also wie gesagt, kommen wir zu den Schauspielern und da muss man sagen, die machen ihre Sache solide. Sie werden auch nicht groß gefordert. Allerdings ist mir da eine Person sehr negativ aufgefallen. Leider spielt die Person auch eine etwas größere Rolle im ganzen Film bis zum Schluss hin und das hat es dann für mich schon etwas runtergezogen, weil einfach ihre Darstellungen nicht glaubwürdig genug waren, mich nicht überzeugen konnten, sondern es einfach im Gegensatz zu den anderen Darstellern einfach wie gespielt aussah und nicht echt wirkte. Also das war so ein bisschen negativ. Was ich mir auch noch gedacht habe, was sich eventuell negativ auswirken könnte, wäre eben die FSK 12, dass da die nötigen Härten fehlen. Aber ich muss sagen, der Film braucht diese brutalen Szenen eigentlich gar nicht. Wir haben ein paar Haiangriffe und das ist sehr gut gefilmt. Da sind wir bei einem weiteren Plus dieses Films, nämlich die Kameraarbeit, die ist im Wasser immer mit uns mit dabei und das schwenkt alles immer so hin und her und wir werden fast auch immer seekrank. Man wechselt auch immer schön ab zwischen Überwasser, Unterwasser und die Haie werden dann gezeigt beim Angriff, was auch noch richtig cool ist und erwähnenswert bei dem Film. Es sind echte weiße Haiaufnahmen, die man hier getätigt hat und dann irgendwie zusammengefügt hat. Also das kommt auch sehr glaubhaft dadurch natürlich rüber und so ein Haiangriff wird dann auch immer so gefilmt, eben oben war es unter Wasser und dann zack ist er da und dann sehen wir jede Menge Kunstblut. Das ist schon völlig okay so. Was mir ein bisschen gefehlt hat bei dem Film war eben, wenn es in die Nacht reingeht, ich stelle mir persönlich das als absolut größten Horror vor, wenn du nachts alleine draußen schwimmend im Meer bist, im Dunkeln und dann Haien oder so anderen Kreaturen im Meer ausgesetzt bist und das stundenlang, du hast ja keine Uhr, du weißt ja nicht, wie viel Zeit vergeht und dann natürlich auch das Wasser und das Plätschern und das Hin und Her und diese Ungewissheit
Ich glaube, da würde ich, wow, da, allein schon davon würde ich wahrscheinlich verrecken vor dieser Ungewissheit, was als nächstes passieren könnte. Und da spielt der Film ein bisschen nachts zumindest zu wenig da, damit mit den Erwartungen des Zuschauers. Ansonsten packt er einen, es ist echt Nervenkitzel, wenn du dir hier denkst, wann taucht der Hai wieder auf und wen packt er sich als nächstes. Also das ist relativ gut gemacht. Und wie gesagt, es muss nicht immer total gory sein. So wie sie das umgesetzt haben, passt das Ganze. Einzig und allein mein Kritikpunkt eben an dieser einen Person, die für mich dann aber den Film auch teilweise schon sehr runterzieht und auch in der Bewertung, weil es einfach nicht glaubhaft rüberkommt und ich damit meine Probleme hatte. Aber das ist subjektiv, das empfindet ja immer jeder anders. Ansonsten muss ich sagen, ist es ein sehr guter Vertreter aus dem High-Tierhorror-Film-Genre, wie immer man das auch nennen möchte. Und der Vergleich mit Open Water, der zieht auch ziemlich gut, auch wenn er hier dieser Film auf eigenen Beinen steht und auch seine eigene Story ein bisschen erzählt. Trotzdem fand ich ihn eben sehr gelungen und sehr empfehlenswert. Jo, von daher kommen wir zu meiner Punktebewertung. The Reef hier bekommt von mir eine 3,5 von 5 Punkte oder eine gute 7 von 10 Punktebewertung. Ist unter den High-Horror-Filmen ziemlich weit oben anzusiedeln und naht sich da nahtlos. Ist bei den High-Horror-Filmen ziemlich hoch anzusiedeln und ja, kann man sagen, dass er schon im oberen Drittel mitschwimmt. Also meine lieben Filmfreunde, ich würde sagen, danke nochmal für eure Empfehlung und falls ihr Bock drauf habt, jetzt eben auf The Reef hier in den Tier-Horror-High-Film-Szenen, in die Tier-Horror-High-Film-Szenen und naht sich oder Tier-Horror-Heimfilm-Szenen und reiht sich dort durchaus im oberen Drittel ein oder taucht besser ein oder schwimmt besser unter High-Horror-Filmen und High-Horror-Filmen und reiht sich dort auch durchaus im oberen Drittel ein, meiner Meinung nach. Also meine lieben Filmfreunde, falls ihr jetzt mal Bock habt auf The Reef, ja, den kann ich euch ebenfalls nur empfehlen. Aktuell 2,99 zum Ausleihen digital bei Amazon oder ansonsten eben die Blu-ray, ist allerdings mit 15,99 doch ein bisschen teurer. Also ich denke mal, da lohnt sich's auch, wenn man den Film nur mal ausleiht. Ja, in diesem Sinne soll es das gewesen sein mit eurer Wunschkritik zu The Reef. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal und Servus. Habe ich jetzt eigentlich alles erzählt? Also, High-Horror-Filmen und reiht sich nahtlos so im oberen Drittel dieses Subgenres ein. Jo, meine lieben Filmfreunde, das war's dann also mit meiner kurzen Kritik zu The Reef. Ich kann den Film jedem nur empfehlen, der auf Tierhorror steht und auch auf High-Horror-Filme und die noch nicht gesehen hat. Aktuell, wie gesagt, 2,99 bei Amazon digital auszuleihen. 15,99 die Blu-ray halte ich jetzt für etwas übertrieben. Also da lohnt es sich vielleicht einfach mal noch ein bisschen zu warten oder wie gesagt, den Film auszuleihen. Und ich habe es eingangs schon erwähnt, es muss nicht immer gory sein. Es gibt auch Horrorfilme, freigegeben ab 12 Jahren, die durchaus zu unterhalten wissen und trotzdem noch ein paar Schauwerte haben. Welche Filme das sind, habe ich euch bereits in einem Video vorgestellt. Da klickt ihr jetzt am besten drauf und falls ihr es noch nicht gemacht habt, selbstverständlich auf den Like-Button, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das war's von meiner Seite aus. Danke fürs Zugucken und Servus. So. Oh cool, ich hatte das Mikrofon gar nicht eingestellt. Mhm.